Habt ihr euch schon mal gefragt, was macht unser Bauhof eigentlich den ganzen Tag? Ich kann euch sagen, vieles, von dem ihr bisher noch nichts wusstet. Grüß Gott und herzlich willkommen hier am städtischen Bauhof in Altdorf. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Roland Ahringer und bin hier der Bauhofleiter. Wir sind zurzeit 29 Mitarbeiter, davon 8 Gärtner und 2 Verwaltungsangestellten. Und jetzt möchte ich Sie herzlich einladen zu einem kleinen Einblick zu dem Thema, was macht ein städtischer Bauhof, und wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Wir sorgen dafür, dass Altdorfs Straßen sauber bleiben. Täglich sind wir mit unseren Kehrmaschinen in der ganzen Stadt unterwegs und säubern die Straßen. Und wir kümmern uns um den Müll, der auf den öffentlichen Flächen anfällt. Eine weitere Kernkompetenz ist die Bauwirtschaft. So haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel einen neuen Weg vom Seniorenhof zum Pennymarkt errichtet. Wir haben den Löschteich in Dudersheim saniert, den Brunnen in Pühlheim auf Vordermann gebracht, den Platz vor der St. Michael-Kirche in Rasch neu asphaltiert und die Bordsteine in der Meergasse barrierefrei gemacht. Unser aktuelles Projekt ist die Sanierung der Sudetenstraße. Dafür zuständig ist Thorsten Rosenau. Hallo, ich bin Thorsten Rosenau, stellvertretender Bauhofleiter am Stadtbauhof Altdorf und Vorarbeiter des städtischen Bauhofs. Ich bin zuständig für die Einteilung des Personals und die auszuführenden Arbeiten. Zum Beispiel aktuell die Baustelle in der Sudetenstraße. Günstiger als jede externe Firma sanieren wir dort aktuell die Bordsteine. Anschließend wird die Straße neu asphaltiert und ist danach praktisch wieder eine niegelnagelneue Straße. Unser Grüntrupp sorgt unter anderem für gepflegte Wiesen und Beete. Neben regelmäßigem Gießen mähen wir alle städtischen Flächen. Mit Geräten wie diesem Handmäher oder unserer Stella, dem ferngesteuerten Rasenmäher. Und natürlich mit den großen Geräten wie dem Bankettmäher oder dem Aufsitzmäher. Zuständig dafür ist Peter Krügel. Sein Aufgabenbereich umfasst aber noch vieles mehr. So ist er zum Beispiel auch verantwortlich für Altdorfs Bäume. Das heißt, ich muss aufgrund meiner Ausbildung, die ich habe, sämtliche städtischen Bäume kontrollieren auf ihre sogenannte Verkehrssicherheit. Diese Kontrolle sollte im Abstand von 12 bis 16 Monaten regelmäßig geschehen. Und einfach um sicherzustellen, dass von den sogenannten städtischen Bäumen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Eine Besonderheit am Altdorfer Bauhof ist unsere eigene Schreinerei. Dort werkelt unter anderem Willi Brehm. Tja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Handlauf hergerichtet, oben ein wenig abgerundet, abgehobelt, und damit er die Breite von der Hand so ging und dass keine Verletzungsgefahr entsteht, wird es abgeschliffen. Wir haben sämtliche Maschinen dazu da und wird bei uns in der Schreinerei vorbereitet. Die Stadt Altdorf und Umgebung hat ca. 200 Ruhebänken aufgestellt und die müssen alle wieder im Winter mal geschaut werden, ob was kaputt geht oder irgendwas, und dafür sind wir da. Ne? Wir machen das alles selber. Wir haben unser eigenes Holz und haben sie eigentlich sehr toll und gut eingerichtet. Ne? Neben Bänken bauen wir dort aber auch die Hütten für den Weihnachtsmarkt, Mülleimer für Wallenstein oder wir renovieren Tische aus dem Rathaus. Neben der Schreinerei ist Willi Brehm aber auch für Altdorfs Wanderwege zuständig. So hat er vor 1,5 Jahren zum Beispiel den Pfad in der Teufelsschlucht erneuert. Eine besondere Herausforderung. Das Material darunter zu bringen, wenn man die Höhen sieht, weißt du, wie schaffe ich das Material hier runter? Ne? Geht nicht einfach mit Kran oder irgendwas, ist alles per Hand runtergemacht worden. Also es waren tagelang schwere Arbeit. Aber wenn man dann wieder ein gewisses Ziel erreicht hat und einen Abschnitt fertiggestellt hat, dann hast du dich wieder gefreut. Ne? Wir stehen im direkten Kontakt mit den Bürgern.
Darum kümmert sich unter anderem Bianca Schmidt. Wir nehmen die Anrufe der Bürger entgegen und leiten dann deren Anliegen weiter an den Bauhofleiter oder an den zuständigen Vorarbeiter. Die Bürger rufen zum Beispiel an, wenn der Spielplatz, der Rasen wieder recht hoch ist, soll gemäht werden, wenn ein Straßenschild eingewachsen ist, dass man es nicht mehr lesen kann, oder wenn irgendwo Müll abgelagert worden ist, wild, dass wir den beseitigen. Außerdem kümmert sie sich unter anderem um Abrechnungen und das Mitarbeitermanagement. Ihr seht, der Altdorfer Stadtbauhof ist äußerst vielseitig. Von Mähen bis Kehren, von Schreinern bis Müllentsorgen und von Wanderwegen bis zum Straßenbau. Wir sind der Altdorfer Stadtbauhof und wir sorgen dafür, dass Altdorf am Laufen bleibt. Ja, wann kommt's mir wieder oder macht den Heimatfilm da drunten? Nein.